Hallo, meine lieben Freunde. Wir haben den zweiten Sonntag im Mai. Und das ist ein besonderer Tag. Muttertag. Doch wie wurde dieser Tag überhaupt zu einem Muttertag ernannt? Man könnte meinen, dass die Blumenindustrie diesen Tag erfunden hat. Aber so ist es nicht. Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter und Mutterschaft. Ich finde, ein schöner, verdienter Tag, der auch eine Geschichte hat. Anno 1905, am 8. Mai, verstarb die Mutter der Amerikanerin Anna Jarvis. Ihre Gedanken führten dahin, dass man die Mütter bereits zu Lebzeiten ehren und würdigen sollte. Dafür setzte sie sich mit allen Mitteln ein. So erreichte sie, dass ihr Pfarrer im Gottesdienst eine Predigt über die Mutter in der Gesellschaft abhielt. Doch das war nur der Anfang ihrer Bestrebungen. So schrieb sie Briefe an Politiker, Geistliche und einflussreiche Männer. Sie erwarb eine Werbeagentur und brachte die Botschaft unter die Menschen mit der Überschrift: Schaff der Mutter einen Ehrentag und setz den Frauen ein Denkmal. Und so wurde der zweite Sonntag im Mai eines Jahres offiziell zum Muttertag erklärt, dem Todestag ihrer Mutter. Doch der Ursprung ist ein anderer und hat bereits schon viel früher begonnen. 250 Jahre vor Christus waren es griechische und römische Göttinnen, die eine Art Muttertagsfest abhielten. In England, Anfang des 13. Jahrhunderts, zu der Zeit Heinrich III., stand die Mutter im Mittelpunkt der Feierlichkeiten des damaligen Mothering's Day. In Deutschland wurde der Muttertag vom Verband Deutscher Blumengeschäfte ins Leben gerufen und offiziell 1923 von den Nationalsozialisten in den Ehrentag der Mütter umbenannt. Mit dem Ehrentag der Mütter wird angezeigt, wie wichtig sie für die Familie ist und für ihre Mühen besonders geehrt und verwöhnt werden soll. Bedingungslos. Führen wir uns doch vor Augen, welche fantastische Frau unsere Mutter ist, was sie alles geleistet hat und immer noch tut. Und kümmern wir uns genug das ganze Jahr um die Mutter? Eigentlich bedarf es nicht eines besonderen Tages, denn Muttertag sollte das ganze Jahr sein. Ein kurzer Besuch, eine kleine Aufmerksamkeit oder ein kleiner Blumenstrauß während des Jahres würde bestimmt Freude bereiten. Einfach mal Danke sagen. In diesem Sinne, eure Deria.